Nach dem Hype und den legendären Fidget-Spinner soll es jetzt einen neuen Trend geben. Die Zahnstocher-Armbrust ist auf dem Vormarsch. Ob sie es auch in Deutschland schaffen wird und ob es ein Trend wert ist, seht ihr in diesem Video. Es war nicht lange her, da hielt der Fidget Spinner Vormarsch in deutschen Kinderzimmern. Nun geht auch dieser Trend so allmählich vorbei. Doch das währt nicht lange. In China und in den USA sitzt schon voll im Trend. Die Zahnstocher-Armbrust. Ob sie es auch hier zum Trend schaffen kann, habe ich für euch getestet. Sie ist wenige Zentimeter groß und passt wie der Fidget Spinner in jede Hosentasche. Besser bekannt ist sie auch unter dem Namen Toothwick Crossbow. Während ein Fidget Spinner sich mehrere Minuten drehen kann, schafft die Armbrust eine Schussdauer von mehreren Millisekunden, bis sie auf ihr Ziel trifft. Aber kann die Zahnstocher-Armbrust wirklich zum neuen Hype werden? Probieren wir sie aus. Und da kam schon unser erstes Problem. Denn so einfach kaufen kann man dieses Spielzeug nicht. Denn in Deutschland wird dieses Spielzeug gerade von allen Seiten verbannt, weil der Hype gestoppt werden soll. Die Begründung besteht hierbei bei der Gefahr des Spielzeuges. Da wir es aber trotzdem wissen wollten, haben wir unsere Armbrust mit Hilfe des Internets selber gebastelt. Lediglich ein paar Wäscheklammern und Gummiringe waren dafür notwendig. Die genaue Anleitung findet ihr wie immer in der Beschreibung. Alle Bauteile gut mit Sekundenkleber befestigen und schon kann's losgehen. Die richtige Munition haben wir auch schon gefunden. Und jetzt kommt zur entscheidenden Frage. Wie gut ist die Schusskraft der Zahnstocher-Armbrust? Wir haben es gegen alle möglichen Gegenstände versucht. Gegen Slush-Eis, gegen Pommes, gegen einen Apfel, ja sogar gegen einen Maulwurf. Ach. Aber auch verrückte Experimente wie ein Streichholz mit einer Armbrust zu verschießen haben wir ausprobiert. Ja, zwar ist meine Schusskraft nicht ganz so stark wie die Originale aus China, aber um einen kleinen Vergleich anzustellen, reicht das allemal. Bei der normalen Zahnstocher-Armbrust aus China reicht es schon, wenn die Munition ins Auge geht. Das kann dann aber schnell zur Erblindung führen. Ich glaube, damit will ich das nicht schaffen, will ich aber auch nicht. Was bleibt also abschließend zu sagen? Die Zahnstocher-Armbrust wird es, glaube ich, schwer haben, sich in Deutschland durchzusetzen, dank der Gesetze. Aber ein cooles Spielzeug bleibt es allemal. Wenn auch etwas gefährlich. Ich habe das Ganze noch mit ein paar anderen Sachen probiert, nicht nur mit Zahnstochern, das auch relativ gut geklappt hat. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, könnt ihr gerne in der Beschreibung nachgucken, da habe ich ein Video verlinkt für euch. Und das nächste Video kommt erst nächste Woche. Dann aber ein etwas längeres Video, also es wird so eine Art Kurzfilm werden. Wird richtig nice werden und richtig aufwendig auch. In diesem Sinne, was ist mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde aber sagen, mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!